Ich will Marmeladeplätzchen backen, auch Mozartplätzchen genannt, mit Aprikose, in meinem Fall auch selbstgemachte Mirabellenmarmelade, die ich zum Befüllen nehme. Und für den Teig brauche ich 400 Gramm Mehl, Type 405. Optional kann man auch Dinkelmehl Type 630 nehmen, 2 Päckchen Vanillezucker oder Vanillepaste oder Vanillepulver oder Vanilleextrakt. Dann eine gute Prise Salz. Salz gehört bei mir in jedes Gebäck. 120 Gramm Zucker, 2 Eigelbe. Eiweiß hebe ich mir auf, da ich aus dem Eiweiß Mandel, Walnuss, Makronen machen will. Und das Eiweiß kann ich auch 3, 4 Tage auf jeden Fall abgedeckt im Kühlschrank lassen. Wenn ich das nur später mache, dann kann ich Eiweiß einfrieren. Dann brauche ich ein Zitrobackpäckchen oder frischen Abrieb von einer halben Bio-Zitrone und ein Päckchen Butter, das auf jeden Fall Zimmertemperatur haben sollte. Es sei denn, man macht es nicht mit der Maschine und macht es von Hand, dann wird die Butter von der Handwärme auch weich. Dann kann man auch festere Butter nehmen. Ich werde es mit meiner Küchenmaschine machen, mit der kleinen, und deswegen ist es bei mir wichtig, dass die Butter doch weicher ist, dass ich diesen Mürbeteig schnell in der Maschine herstelle, in eine Tüte verpacke oder in Frischhaltefolie, und bei mir bleibt der Teig dann über Nacht im Kühlschrank. Die Butter wird dann fest, dann habe ich wirklich eine feste Platte, sage ich mal, Teigplatte. Aber wenn ich die dann wieder erwärme mit den Händen und durchknete, dann kann ich zügig, locker arbeiten, ohne dass der Teig krümelt und ohne dass ich viel Mehl zugeben muss, sondern gerade nur ein bisschen Mehl beim Verarbeiten. Aus einem Teig, also aus einem Rezept, das was ihr unterhalb vom Video findet, die Mengenangaben, oder auf meiner Facebook-Seite unter Helgas Leckereien, da findet ihr das detaillierte Rezept. Aus einem Rezept kommen etwa 30 Plätzchen raus. Und ich werde mir noch einmal einen Teig machen. Und da nehme ich dann statt Aprikosenmarmelade, werde ich sie mit Himbeermarmelade füllen. Da meine Enkelkinder diese Plätzchen sehr lieben, habe ich mich doch aufgerafft heute Abend, dass ich sie doch nochmal backe, dass die Enkel auch wirklich was davon haben. Und dann habe ich hier jetzt quasi von zwei Portionen von zwei Rezepten 4 Eiweiße, und dann kann ich mit denen sehr gut mein Makronenrezept machen, das Mandel-Walnuss-Makronenrezept. Diese Eiweiße, die gebe ich jetzt in den Kühlschrank, und dann fange ich an mit dem Teig. Ich zeige euch, wie ich den ersten Teig mache, den zweiten wiederhole ich ja nur. Der Teig, der ist schon fertig. Wenn er sich so gut verbunden hat, dann ist er schon fertig. Dann kann ich schon alles von dem Knethaken runter machen. Nun gebe ich den Teig her auf meine Arbeitsfläche und werde von Hand jetzt in einfach formen und ihn in eine Tüte tun. Ihr seht, der Teig, der löst sich ja schon wirklich von diesem Haken. Das kann man auch mit dem Flexi-Rührer machen, man kann es auch mit dem Handrührgerät machen. Also das Verhältnis Mehl, Ei und alles, das passt. Also ja, kein Mehl mehr hinzufügen. Ihr seht, die Schüssel ist sauber. Ich kann meinen zweiten Teig sofort aufmachen und in eine zweite Tüte tun. Dann habe ich halt das Rezept doppelt, fülle nur verschiedene Marmeladen rein.
So, hier habe ich jetzt ein bisschen Mehl, das brauche ich nicht alles, einfach nur, dass ich einfach leicht arbeite. Wichtig ist, dass man Plätzchen vorbereitet und die Kühlzeit ist wichtig. Warum? Da kann halt der Zucker und das Mehl sich entfalten, die Bindung machen, der Zucker löst sich auf. Jetzt gebe ich es in meine Tüte. Und dann kann ich morgen leicht auswählen, dann bricht der Teig nicht und morgen werde ich auch kein Mehl mehr hinzufügen, nur gerade minimal unten auf der Arbeitsfläche, aber kein Mehl mehr in den Teig kneten. Wenn ich ihn dann morgen aus dem Kühlschrank raus, dann werdet ihr sehen, dann ist die Platte wirklich sehr hart, aber keine Panik, das wird ein sehr guter Teig. Jetzt mache ich den zweiten Teig, genau das gleiche wie beim ersten. Warum mache ich es getrennt? Erstens, weil ich es mit der kleinen Maschine mache. Zweitens habe ich es dann separat und kann euch dann im Video zeigen, wie viel Plätzchen aus einem Rezept, aus der Mengenangabe herauskommt. In einer größeren Küchenmaschine hätte ich diesen Teig auf einmal kneten können. Der Teig war über Nacht im Kühlschrank, jetzt ist er wirklich noch boppelhart. Ich lasse ihn jetzt 5 bis 10 Minuten hier stehen. Meine kleine Enkelin ist zu Besuch und ihr schmecken auch die Plätzchen, ha? Letizia, willst du Roma heute helfen? Ja. Ja, schmecken die Plätzchen? Okay, dann darfst du die auch essen, wenigstens eins darfst du essen, gell? Na, welche schmecken dir am besten? Die mit der roten Marmelade. Na, solche machen wir heute auch, ja? Mmh, lecker. Oh, ich freue mich, dass du mich besuchst und dass du mir heute hilfst, gell? Der Teig durfte jetzt ein bisschen stehen hier. Dennoch ist er noch fest, man sieht es. Jetzt breche ich ihn zusammen und knete ihn von Hand geschmeidig, bis sich alles wieder schön verbunden hat. Und dann kann ich auswählen und Ausstecherle machen. Und das zeige ich euch wieder im Schnelldurchlauf. Ich tue kein Mehl dazu, denn ich brauche kein Mehl. Die Bindung, die ist da und wenn man noch mehr Mehl dazu geben würde, dann würde der Teig später krümeln und so bleibt er geschmeidig und ich habe nicht überall krümelig. Das ist jetzt krümelig, weil die Butter ja noch sehr hart ist und kalt, aber durch die Handwärme wird alles weich und geschmeidig. Und dann brauche ich ganz wenig Mehl beim Auswählen und habe dann später mürbe, schöne Butterplätzchen. Oh, so ein kleines Helferlein. Aber ich kann schon. Ja, aber du musst. Ja, du kannst selber, aber du musst ein bisschen näher aneinander. Jetzt guck mal, die Oma zeigt dir. Guck mal her. Und jetzt nach unten. Ja, aber du lässt zu viel Platz. Macht jetzt nichts. Du bist ja noch klein. Oh, nicht so drücken. Fertig. Aber ich bin nicht klein. Du bist groß, genau. Na dann mach noch ein paar.
Den zweiten Teig habe ich jetzt auch aus dem Kühlschrank schon herausgenommen und werde jetzt die zwei ersten Bleche bei Umluft 170 Grad 12 Minuten etwa in den Backofen schieben. Die kleine Helferin ist wieder da, sie will auch. Na mach mal, Schatzi. Na, stech aus, ja? Mach mal, dann machen wir noch ein Blech voll aus dem Rest. Super, und jetzt mit dem Kleinen. Na toll, du schaffst das schon, das ist aber klasse. Nachher wieder mit dem Großen. Genau, jetzt fällt das runter, dann musst du das Kleine innen reinmachen. Ja, du kannst das im Mehl. Genau, super. Du schaffst das. Das bleibt stecken. Nun werde ich die Mozartplätzchen befüllen. Zuerst reihe ich die oberen Teile aneinander und besiebe sie mit Puderzucker. Wer mag, kann auch ein Päckchen Vanillezucker zum Puderzucker mit hineinrühren. Ich habe jetzt aber wirklich nur Puderzucker hier. Und dann werde ich sie mit der hellen Marmelade, mit der Aprikosenmarmelade befüllen. Wie ich das mache, zeige ich euch kurz. Und wenn sie dann befüllt sind, dann lasse ich sie noch ein, zwei Stunden so stehen. Die Marmelade, die trocknet dann etwas an, bevor ich sie dann auf einen Teller oder in eine Blechdose gebe. Wie gesagt, wer halt mag, der kann ein bisschen Rum mit hineingeben in diese Marmelade. Ich habe jetzt keinen Rum mit dazugegeben, weil bei uns doch relativ kleine Enkel sind und die mögen den Geschmack dann nicht so. Jetzt schneide ich mir hier eine kleinere Spitze ab. Und dann mache ich es immer so bei den Plätzchen, egal welche ich mache. Ich nehme mir ein Unterteil, ein gebackenes, kreise ringsherum mit Marmelade. Jetzt lege ich mir das mal weg und dann gebe ich ein Plätzchen drauf. Jetzt hier ist schon genug Marmelade. Wenn jetzt nicht genug ist, dann kann ich noch Marmelade hinzufügen. Und so lasse ich die jetzt schön hier antrocknen, ein, zwei Stunden. Nun werden die mit Himbeermarmelade auch so belegt wie die anderen, die hellen, nur sind diese jetzt rund. Und diese sind die Plätzchen, die die Kinder am allerliebsten mögen. Meine kleineren Enkelkinder. So, jetzt mache ich die alle fertig und dann lasse ich sie noch stehen, bis sie ein bisschen verkleben, anziehen. Und nachher kann ich sie dann aufräumen und verteilen, wie das sich gehört.
Dies sind jetzt die hellen Plätzchen, eine Portion, also ein Rezept. Dann habe ich sie nochmal gemacht mit den runden, mit der dunklen Marmelade. Da kann man auch Johannisbeermarmelade oder säuerliche, auch Kirschmarmelade würde gehen oder Brombeermarmelade. Die Plätzchen sind jetzt fertig und können vernascht werden. Ich finde sie schön, lecker sowieso. Wer es nachbacken will, kann es nachbacken. Das Rezept findet ihr ja bei mir, wie immer. Und ich wünsche euch dabei gutes Gelingen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir auch ein Like geben. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr das möchtet. Dann seht ihr immer, wenn ich irgendetwas hochlade. Und ich danke euch fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lecker, die schmecken lecker mir. Die schmecken lecker. Überall schmecken Lella. Letizia, das schmeckt, hä?